Kommen Sie rein. Hallo Frau Babin, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Einer Ihrer Schwerpunkte ist die gynäkologische Onkologie. Was bedeutet das? Ja, das stimmt. Also in dem Fachbereich Frauenheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe, das ist ja ein breit gefächertes Feld, hat es zu immer mehr Spezialisierungen von Kolleginnen und Kollegen geführt. Und mein Fachbereich oder meine Spezialisierung oder Schwerpunkt ist die gynäkologische Onkologie. Das heißt, ich kümmere mich im Besonderen um Frauen mit Krebserkrankungen an der Brust, an den Eierstöcken, an der Gebärmutter, am Gebärmutterhals oder auch an den Vulvalippen. Brustkrebs ist in Deutschland ja mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa eine von acht ist im Laufe ihres Lebens betroffen. Welche Altersgruppe erkrankt denn am häufigsten an Brustkrebs? Also das Erkrankungsalter gipfelt um das 64. Lebensjahr, was aber jetzt auch nicht bedeutet, dass es nicht ältere Frauen auch trifft oder jüngere. Denn eine von sechs erkrankten Patientinnen ist unter 50. Und somit ist auch die Erkrankungsphase und das Alter, ich glaube, meine jüngste Patientin war 18, das umfasst eigentlich schon einen ziemlich langen Bereich. Wenn die meisten Frauen schon über 60 Jahre alt sind, wenn sie Brustkrebs bekommen, kann die Erkrankung dann mit der Menopause zusammenhängen? Also es ist so, dass dieses Auf und Ab der Hormone spielt da schon einen großen Faktor. Der Faktor Alter gehört da auch mit rein, dieses Auf und Ab, die Zellteilungen. Da kann dann auf Dauer schon auch mal in der Zellteilung Fehler passieren, auch wenn vielleicht in der Familie eine Brustkrebserkrankung gar nicht bekannt ist. Und unabhängig vom Alter, welche Faktoren spielen bei der Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, außerdem eine Rolle? Also das ist natürlich auch der Lebensstil, wie jemand, wie gesund, wie sportlich jemand lebt, wie achtsam jemand ist. Rauchen ist ein großer Faktor, Alkoholkonsum, also gut zu sich zu sein, ist definitiv was bei der Krebsentstehung oder bei der Krebsvermeidung eine große Rolle spielt. Wie wird die Diagnose Brustkrebs denn normalerweise gestellt? Üblicherweise ist es so, dass Frauen einmal im Jahr zur Vorsorge in die gynäkologische Praxis kommen. Dabei tasten wir die Brust ab. Sollte mir dabei etwas auffallen, würde ich einen Ultraschall der Brust machen. Patientinnen, die am Mammographie-Screening teilnehmen regelmäßig, wird man ja alle 2 Jahre zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr eingeladen. Da würde genauso auch vielleicht eine Veränderung an der Brust im Röntgenbild auffallen. Und dann gilt es, den Befund abzuklären, also in Form einer Biopsie, einer Gewebeprobe, die entweder dann Ultraschall gesteuert gemacht wird oder während einer Mammographie. Gibt es da verschiedene Varianten oder ist Brustkrebs denn gleich Brustkrebs? Nein, man kann das nicht vergleichen. Man kann Parallelen ziehen, aber es ist so, dass der Brustkrebs zum Beispiel in der Entstehung entweder aus dem Milchgang kommt, das ist der häufigste Anteil, oder aus dem Drüsenläppchen, das sind so ca. 10% der Fälle. Der Brustkrebs, der in den Drüsenläppchen entsteht, der verschleiert sich auch manchmal ein bisschen mehr, während der in den Milchgängen auch durch Kalkablagerung in der Mammographie sehr früh oder in Form einer Vorstufe auffallen kann. Und als weiteren Punkt muss man dann noch auf die Tumorbiologie achten. Also wie aggressiv wächst das, welche Stufe sozusagen, 1, 2, 3, ist es empfindlich auf Hormone oder nicht. Also da gibt es eine ganze Palette an verschiedenen Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Wenn der Krebs dann schon diagnostiziert wurde, wie sehen die Behandlungsmethoden im Anschluss aus? Genau, das ist das, was die Patientin dann auch im nächsten Schritt sofort brennend interessiert. Was mache ich jetzt? Wie behandle ich das? Also zum einen werden ja Untersuchungen gemacht, dass man guckt, ist die Erkrankung vielleicht schon auf andere Organe übergeschritten? Und das würde dann natürlich auch in der Therapie mit berücksichtigt werden. Aber das Grobe ist, es gibt halt 5 Säulen in der Therapie. Das ist die Chemotherapie. Das ist eine systemische Therapie, ein Medikament, was dann in regelmäßigen Abständen über die Vene gegeben wird. Das ist die Operation als eine Säule. Die wird entweder brusterhaltend oder mit Brustentfernung und
Wächterlymphknotenüberprüfung gemacht. Und es gibt die Bestrahlung der Brust und des Lymphabfluss. Es gibt eine Tablettentherapie, die sogenannte Antihormontherapie, die meist für 5, manchmal auch 7 oder 10 Jahre empfohlen wird. Und eine Antikörpertherapie, auch in Form einer Infusion, also über die Vene. Und wie wird hier entschieden, welche Behandlungsmethode für welchen Tumor am besten geeignet ist? Genau, da sind wir wieder bei der Tumorbiologie, dass wir im Grunde genommen gucken, welche Faktoren haben wir, um was für einen Typ Brustkrebs handelt es sich hier. Und dann wird in einer Tumorkonferenz die Therapie festgelegt. Und das bedeutet für die Patientin, wenn sie der Empfehlung folgt, dass sie im schlimmsten Fall alle 5 Säulen an Therapien absolviert. Das dauert dann auch eine gewisse Zeit, bis sie damit durch ist. Beziehungsweise vielleicht kann es auch sein, dass nur eine brusterhaltende Operation gemacht wird mit dem Lymphknoten, dann die Bestrahlung der Brust und eine Tablettentherapie. Wann ist eine vollständige Entfernung der Brust ratsam? Ja, das wird auch bei der Diagnosestellung mit berücksichtigt, dass man eben sich die Gegenseite und auch die komplette Brust sehr genau anguckt. Manchmal ist dafür auch noch eine MRT-Untersuchung der Brust erforderlich bei bestimmten Tumortypen. Und dann wird eine Einschätzung gegeben, wenn der Tumor zum Beispiel an vielen Stellen in der Brust verteilt ist oder man das Gefühl hat, man kann in der Relation zur Brustgröße das gar nicht brusterhaltend operieren oder es ist eine sehr große Ausdehnung einer Vorstufe von Brustkrebs oder sogar, wenn eine genetische Komponente mit im Spiel ist, dann tendieren Patientinnen auch manchmal dazu, sogar die Gegenseite, die gesunde Seite mit entfernen zu lassen für eine Risikoreduktion, dass die Erkrankung nicht wieder auftritt. Wie hoch sind die Überlebens- bzw. die Heilungschancen bei Brustkrebs? Also die ist, wenn es früh erkannt ist, sehr gut, bei fast 87%. Das ist ein ziemlich guter Erfolg. Also man kann Patientinnen erstmal beruhigen und entlasten, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Hat eine Brustkrebserkrankung auch Einfluss auf einen zukünftigen Kinderwunsch bzw. auf nachfolgende Schwangerschaften? Ja, das ist total wichtig, das auch gleich zu Beginn der Diagnose mit anzusprechen und zu berücksichtigen. Das ist ja schon eine Altersfrage, wenn ich eine Patientin habe mit Mitte 30, die vielleicht noch keine Kinder hat, dann ist es total wichtig, da gut zu gucken, das mit anzusprechen, dass man sozusagen frühzeitig, bevor die Therapien beginnen, sich das schon genau überlegt. Und es kann nämlich sein, dass durch die Chemotherapie oder durch die ganzen Anschlussbehandlungen sozusagen, ja, der Altersfaktor dann dazukommt, die Fertilität sich verändert. Und da gibt es zum Glück auch Möglichkeiten sogar der Kryokonservierung, also Eizellen vor der Therapie noch zu gewinnen und einzufrieren. Was kann jede Frau tun, um die Erkrankung so früh wie möglich bei sich selbst zu entdecken? Genau, ganz wichtig ist, gut auf seinen Körper zu hören, gutes Körpergefühl zu entwickeln, die Brust selbst zu untersuchen, am besten einmal im Monat, dass man ein gutes Gefühl für die Brust bekommt und Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Also zum Frauenarzt gehen für die Vorsorge, die Mammographie in Anspruch nehmen, das ist schon total wichtig. Was kann jede Frau tun, um das Risiko überhaupt zu erkranken zu senken? Achtsam sein, Sport, Sport, Sport. Die Studien sagen immer wieder, nicht nur für die Krebs- oder Brustkrebsentstehung Sport zu machen, sondern auch für viele andere Erkrankungen. Das Gewicht zu halten in einem guten BMI. Achtsam zu sein, denn Stress ist ein Riesenfaktor, gerade auch in der Tumorentstehung und dann auch in der Tumorausbreitung. Ja, das sind, glaube ich, so die A und O's. Die Brust kann sich im Laufe des Zyklus ja ganz unterschiedlich anfühlen. Sollte man da jede Abweichung, die man bei sich ertastet, immer direkt ärztlich untersuchen lassen? Also es ist natürlich günstig, wenn Patientinnen die Brust dann abtasten, wenn sie am weichesten ist. Und das ist zum Zeitpunkt der Periode. Also idealerweise, wenn man eine Periode hat,
ist das auch eine gute Erinnerung daran, die Brust abzutasten. Und macht man das ein paar Zyklen hintereinander, hat man auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was ist jetzt eigentlich normal und was ist neu. Und darum geht es ja, was Neues herauszutasten und dann, wenn sich was verändert, dann auch zum Frauenarzt zu gehen. Und zwar auch unabhängig davon, ob ich gerade vielleicht vor 3 Wochen schon da war oder vor 4 Wochen eine Mammographie hatte. Natürlich will man sich beruhigen und sagen, kann schon nicht sein, aber lieber einmal abklären, denn das tastet keiner, ob das eine Zyste ist oder ein Fibroadenom oder was Bösartiges. Wenn ich sogar selbst schon einen Knoten ertasten kann, bedeutet das, dass der Krebs schon besonders weit fortgeschritten ist? Nein, also das ist natürlich eine berechtigte Sorge und es ist immer besser, ihn klein zu entdecken und früh zu entdecken, aber da kommt es eben auf die Tumorbiologie an, ob das ein aggressiver Brustkrebs ist, der schnell streut in andere Organe oder in den Lymphknoten oder ob es eben ein Brustkrebs ist, der tumorbiologisch langsamer wächst und gut behandelbar ist. Und was gibt es bei einem gehäuften Auftreten von Brustkrebs innerhalb der Familie zu beachten? Genau, das ist tatsächlich, selbst wenn jetzt eine junge Patientin zu uns kommt, die vielleicht nur ein Pillenrezept braucht, ist es wichtig, in der Anamnese herauszufinden, ob es da in der Familie eine Belastung mit Brustkrebs, Eierstockkrebs gibt, aber auch mit anderen Darmkrebs, Gebärmutterkrebs, Prostata vielleicht beim Opa oder Onkel. Das nehmen wir alles mit in unsere Kalkulation auf, dann eben zu gucken, dass man besonders bei Frauen, die in der Familie jemanden mit Brustkrebs haben, früh genug beginnt, die Vorsorge über das Normale hinaus etwas zu intensivieren. Sprich, denen dann einen Ultraschall der Brust zu empfehlen oder vielleicht auch den Zugang zur Mammographie vorzeitig zu ermöglichen und nicht erst mit der ersten Einladung ab 50. Bedeutet, dass wir dann eine Überweisung ausstellen zur Radiologie und die Patientin idealerweise 10 Jahre vor der Erkrankung der jüngsten Familienangehörigen damit starten. Wann macht denn ein Gentest Sinn? Ein Gentest macht dann Sinn, wenn in der Familie eine Häufung von einem Score von 3 auftritt. Dafür gibt es eine Kalkulation, dass man schaut, ist es auf der mütterlichen, auf der väterlichen Seite, wie alt waren die Patientin oder der Patient, die erkrankt sind. Und dann geht das nach einem Punktesystem. Eine genetische Beratung steht allen Patientinnen zu. Der Gentest erst ab einem Risikoscore von 3 hilft uns dann aber auch, wenn jetzt, sagen wir mal, 10 Familien sich gentechnisch untersuchen lassen, ist vielleicht jede 10. Familie betroffen. Aber das sind auch die, die wir besonders gerne auch jung dann rausfischen, um sie einem speziellen Zentrum, einem Konsortium zuzuleiten, wo sie dann eben genau diese Untersuchungen, Ultraschall, Mammographie und MRT bekommen und es gar nicht in diese Situation kommt, wer bezahlt jetzt den Ultraschall und kriegt man das MRT? Denn das ist alles von großer Relevanz. Männer erkranken mit circa 1 von 100 wesentlich seltener an Brustkrebs. Woran liegt das? Also Männer haben natürlich vom Drüsengewebe in der Anlage und auch von den Hormonen, da sind Männer und Frauen sich eigentlich ziemlich nah und gleich, haben sie genau auch das, was wir Frauen haben. Sie bilden aber durchschnittlich natürlich viel weniger Brustdrüsengewebe aus. Aber sie haben auch Milchgänge und 90% der Brustkrebserkrankungen entstehen in den Milchgängen und wenn ein Mann vielleicht viel Übergewicht hat, dadurch viel Östrogen produziert, viel Brustdrüsengewebe bildet, dann hat er auch ein höheres Risiko plus schlechter Lebensstil, vielleicht eine Strahlenexposition durch eine andere Tumorerkrankung an Brustkrebs zu erkranken und auch nicht zu verachten der Anteil, wenn da was in der Familie ist. Welcher Mythos oder auch Irrglauben begegnet Ihnen bei Ihren Patientinnen zu dem Thema immer wieder? Genau, das ist tatsächlich, dass man bei einer Stanzbiopsie, also bei so einer Gewebeprobe, dann vielleicht Zellen verschleppt und die Erkrankung zum Fortschreiten bringt. Das ist ganz wichtig, denn von Biopsie bis zum Therapiebeginn vergeht ja auch nochmal eine gewisse Zeit. Und da gibt es Untersuchungen zu, dass das eben nicht passiert, dass in dem Stanzkanal keine Tumorzellen verschleppt sind.
Was kann man machen, um die Heilung und das Gesundwerden zu unterstützen, wenn man erkrankt ist? Genau, also das ist das, was immer wieder jedes Jahr spannend auf den Kongressen ist, weil man immer hofft, dass es irgendwas noch an Empfehlungen gibt für diese Patientin. Und es ist tatsächlich so, dass das eigentlich Sport, Sport, Sport. Gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, Achtsamkeit, also auch mal zu meditieren, Yoga zu machen, runterzukommen. Viele unserer Patientinnen nutzen Reha-Sportgruppen, nutzen auch Betreuung im Rahmen von Psycho-Onkologie, also dass man psychologisch Strategien entwickelt, unterstützt wird sozusagen. Auch im Umgang mit der Nachsorge, mit Untersuchungen, wo man vielleicht doch wieder angespannt ist, ob was auftritt, ob es einen Befund gibt, das ist schon total wertvoll. Und viele Frauen finden dann auch den Weg, sich selbst zu vernetzen oder in Form von Selbsthilfegruppen aktiv zu werden. Und die Frauen, die da jetzt nicht so Interesse haben, da haben wir auch eine digitale Gesundheitsanwendung, die Pink App, die wir verordnen können auf Rezept, dass man dann sozusagen all diese Tools als Freundin in der Handtasche hat, zu nutzen. Also angeregt zu werden, nochmal erinnert zu werden, vielleicht ein paar Schritte zu machen mit Rezeptideen, sich gesund zu ernähren und auch Meditationsübungen zu machen. Und zum Schluss, welchen Ausblick auf die derzeitige Forschung in der Brustkrebstherapie können Sie uns noch geben? Ja, das ist total im Wandel. Also da ist beim Brustkrebs immer was an Potenzial. Es gibt halt viele Studiengruppen auch in Deutschland, die ihre Ergebnisse auf diesem großen jährlichen Kongress in San Antonio in den USA vorstellen. Und die Kollegen bringen auch jedes Jahr immer irgendwas Weltbewegendes mit, sodass wir da ziemlich glücklich sind, dass wir so viel in der Hand haben für Patientinnen. Und das große Stichwort, was Patientinnen da auch sehr bewegt, ist eben die zielgerichtete Therapie. Weg von der klassischen Chemotherapie und wirklich genau wie halt ein Schlüssel fürs Schloss, diese Tumorzellen dann zu behandeln. Auch gerade in den Verläufen, wo vielleicht was wiederkommt oder eine Metastasierung vorliegt, dass diese Patientinnen auch hoffentlich lange, lange zwar unter Therapie, aber leben können. Das sind ja wirklich spannende Aussichten. Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war ein sehr lehrreiches Gespräch. Wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Ja, sehr gerne und vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Alles Gute. Tschüss.